Also die Entscheidung, das Spiel nicht abzubrechen und ja, es zu Ende zu führen, dann aber die Leute zu informieren, war, glaube ich, die absolut richtige. Es hätte wahrscheinlich zu einer Massenpanik geführt und ja, die Leute wären unkontrolliert aus dem Stadion gelaufen und zu der Zeit war die Lage nicht unter Kontrolle. Also die Entscheidung, denke ich, war absolut richtig. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, auch wenn es jetzt vielleicht immer hart klingt in einer solchen Situation, dass die Stadiondurchsagen im Stadion ausschließlich in Französisch gemacht wurden und viele deutsche Gäste, die nicht Französisch sprechen, einfach nicht wussten, was sie tun sollten. Ich kann mir vorstellen, was in den Einsatzkräften vorgegangen ist und man kann ihnen nur großen Respekt und ja, Dank zollen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelaufen, sehr, sehr besonnen und man hat die Lage ja, auch wenn sie sehr, sehr dramatisch war, relativ schnell unter Kontrolle gebracht. Was das für die Euro 2016 bedeutet, das kann man nicht abschätzen. Ich glaube, man wird die ja, Konzepte überprüfen, man wird vielleicht nachjustieren, aber ich hoffe und wünsche, dass es keine Überreaktion gibt und dass man einfach versucht, trotzdem noch ein Sportevent zu organisieren, trotz der Terrorgefahr, die natürlich latent im Raum steht. Also ich würde auch sagen, diese Europameisterschaft soll stattfinden. Man muss natürlich jetzt schauen, dass die Konzepte dementsprechend angepasst werden. Aber ich denke, Terrorgefahr war, muss im Konzept ja sowieso enthalten gewesen sein, auch aufgrund ja, der militärischen Aktivitäten, die Frankreich durchführt, auch aufgrund der Tatsache, dass ja 2800, 2900 Dschihadisten, bekannte Dschihadisten in Frankreich leben. Eine Absage wäre ein Erfolg für die Terroristen und deswegen denke ich, ist auch diese Entscheidung korrekt. Das war ja nicht das erste terroristische Attentat auf Sportveranstaltungen und ich glaube, wir sollten den Terroristen nicht den Erfolg gönnen, dass wir genau das tun, was sie wollen, unser Leben ändern, unsere Verhaltensweisen ändern, das nicht mehr tun, was wir eigentlich wollen und lieben. Ich glaube, jeder kann weiterhin zu Sportveranstaltungen gehen und kann sich sicher fühlen. Ich denke, ja, die Behörden werden alles tun im Hintergrund und im Vordergrund, um Sportveranstaltungen auch in Zukunft sicher durchführen zu können. Ja, ich denke, der Erfolg der WM 2006 begründet sich hauptsächlich daran, dass wir alle zusammengearbeitet haben. Die unterschiedlichen Polizeibehörden hier in Deutschland, aber auch die internationalen Polizeibehörden der Nachbarländer und der teilnehmenden Staaten. Und dieser Austausch hat mehrfach stattgefunden, auch Jahre zuvor. Und man hat gegenseitig gelernt und ganz wichtig ist jetzt die Lage im Auge zu behalten. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und diese Lagefortschreibung eigentlich täglich zu tun. Und die Welt ist relativ schnelllebig. Wir wissen nicht, was vielleicht in 2 oder 3 Monaten passiert, weil es kann auch kurzfristig 1 Woche oder 2 Wochen vorher noch irgendetwas passieren. Es muss kein terroristischer Anschlag sein, irgendetwas anderes. Und ich muss in der Lage sein, mein Konzept dann dementsprechend anzupassen und umzusetzen. Und wir hatten ja auch vor Sochi in Wolgograd ja, einen Bombenanschlag. Und die russischen Behörden haben ja extreme Sicherheitsmaßnahmen dann umgesetzt. Es gibt kein uniformes Sicherheitskonzept. Man kann nicht sagen, für Olympische Spiele, für Europameisterschaften und für Weltmeisterschaften gibt es ein Konzept und das muss umsetzbar sein. Länder sind unterschiedlich organisiert, die Mentalität in den Ländern ist anders, die Sicherheitsorganisation, Architektur ist anders und natürlich die Bedrohungsszenarien sind anders. Eine WM in Südafrika hatte andere Bedrohungsszenarien und Risiken als eine WM in Brasilien oder die WM in Deutschland oder zuvor in Japan und Südkorea.